Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute begrüßen hier zu einer weiteren Modsvorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier in Class Xerion euch heute hier vorstellen in 4500er bis 5000er Serie. Ja, ich finde es eine coole Sache, das Ganze hat hier eine Leistung von 490 PS, ist 530 PS. Ja, finde ich, ist schon mal sehr interessant, das gute Stück. Ja, und ich habe in LS13 ja relativ viel gerne mit hier den Mod gespielt gehabt, also so ein ähnlicher Mod, das war nicht der, so muss ich korrigieren. Ja, das gute Stück kostet, so wie da steht, hier 409.500 Euro. Miete sind wir bei 20.884 inklusive. Hat eine Leistung so jetzt von 490 PS, sprechen hier 360 kW, stufenloses Getriebe, 88 Liter AdBlue und 930 Liter Diesel. 50 km auf der Straße, 16,4 Tonnen Reifen drauf von Trelleborg, den TM900. Da haben wir jetzt die Standardreifung. Da gibt es das Ganze einmal als Breitreifen, dann noch breiter natürlich, dann hier mit Zwillingsbereifung, dann Pflegebereifung, dann Zwillingspflegebereifung natürlich und wieder Standard. Dann haben wir hier Michelin mit Standardbereifung, Breitreifen, Zwillingsbereifung, dann wieder Standard. Als nächstes hier Conti am Start. Dann das Ganze gibt es auch mit Zwillingsbereifung, dann wieder Standard. Dann hier Mitas mit Standardbereifung, dann Zwillingsbereifung, dann wieder Standard. Als nächstes PKT, ja, Standardbereifung, Breitreifen, Zwillingsbereifung, Standard. Fredestein ist immer hier mit Standard, dann das Ganze natürlich mit Breitreifen, Zwillingsbereifung, wieder Standard. Hier haben wir von Klaas natürlich hier das Bandlaufwerk, auch finde ich ganz cooles Ganze. Wir haben aber nur diese Variante, also gibt es nicht also noch breiter oder irgendwie. Nein, es gibt nur diese. Ja, als nächstes hier Motorisierung, ja, ist ja Xerion 4500er, dann gibt es den 5000er mit 530, besten sprechen hier 390 kW. Natürlich gibt es hier den noch ein bisschen mehr Power, 530 mit 390 kW. Ja, ist immer gut, ein bisschen mehr Leistung. Da gibt es hier natürlich USA, wenn du hast Überbreite mit die Reifen hast, gibt es dann hier noch diese Variante, was du noch natürlich wählen kannst. Dann ist dann hier mit Zusatzgewicht einmal ist hier das, wenn man hier sieht. Da gibt es, wenn du diese Platte drauf hast, hast du kein Kabinen, also der Richtungswechsel. 200 Kilo einmal, dann 600, 1000, 1400, 1800, wie wir sehen, 2200, 3000, 3400 und dann wieder Standard natürlich. Dann gibt es für vorne her noch, also Frontgewicht 1800 Kilo, 1825, 22, 26, 3000, 34 und dann wieder die 3-Punkt-Aufnahme. Dann können wir uns hier jetzt die Farbe her mal wählen. Hier, wie wir sehen, also ist das hier der Grill. Leider, ich sehe hier, wie wir sehen, hier also kein, also Chrom oder sowas. Da könnte man noch so hergehen mit dem Silber. Oder wir können auch hier natürlich mal sagen, wir wollen das mal so einfärben. Ja, könnte man so machen, aber ich finde, es passt irgendwie nicht so ganz, also weiß. Sitzfarbe, ja, finde ich cool ist auch das Ganze, dass wir Beispiel hergehen können. Wir können jetzt den roten Sitz rein tun. Dann natürlich die Hauptfarbe können wir ja auch uns ändern. Je natürlich, was wir gerne möchten. Wir können uns auch hier ein Black Beauty uns hier also zusammenstellen, natürlich. Sehen wir das Ganze so her. Wir können jetzt hier also die Felgenfarbe natürlich hier auch natürlich dann wählen, aber das geht jetzt nur, wenn wir haben andere Bereifung drauf haben. So, wie wir sehen. Ja, dann können wir noch hergehen. Ja, nehmen wir hier das Ganze auch nochmal schwarz so her. Dann hätten wir den jetzt so her. Wenn wir es ganz blöd sind und sagen, ja, wir wollen das Ganze hier schwarzen Sitz.
haben wir hier uns einen geilen Glas natürlich hier gemacht. Ich habe das Ganze schon mal gekauft, wie wir jetzt hier sehen. Einmal hier, also mit Bandlaufwerk. Mit kompletten, also Verschmutzung und Verschleiß. Also mal sehen, wie das Ganze natürlich hier ausschaut. Wir werden auch gleich dann in den Tester natürlich hier vorne auch gleich testen. Dann haben wir hier die 4500er Variante und natürlich hier natürlich mit mehr Power. So. So sehen wir hier alles komplett. Immer hier passt der Thatcher, aber eins blöd, die dynamische Schläuche hätte er da deaktivieren müssen. Stellen wir den gleich wieder retour. So, dann nehmen wir jetzt hier das gute Stück. Ich habe gedacht, mal oranges Dach sieht auch nicht schlecht aus. So, also umschalten links und da sehen wir jetzt hier die Animation. Sieht doch cool aus schon mal. Mit der Lenkung, das passt auch ganz gut. Wenn ich jetzt hier noch, also links lenke, geht's links, wenn ich rechts lenke, rechts. So, dann haben wir natürlich hier noch Fahrt. Also, müssen wir ganz nochmal ganz kurz schauen. Also, Steuerung Z wäre das gewesen. Ja, okay, war ich schon richtig. So, wir sehen hier die Lenkung. Hundegang. Sehen wir jetzt hier die Allradlenkung. Hinten nur wieder, wie wir sehen. Also, kannst leider nicht, wie wir jetzt sehen, also jetzt hast du die Allradlenkung, dass zum Beispiel die Hinterachse nur die Hinterachse lenkt. Das ist leider nicht, das ist nur die Vorderachse, die sie lenkt. So. Dann machen wir gleich jetzt hier an dieser Stelle hier unseren Attacher-Test weiter. Ja, ich weiß, der Mulcher ist ein bisschen klein für einen, da wäre schon was Größeres gedacht, um das zu testen, aber ich denke mal, ja. Mehrere Sachen hinstellen, ist auch nicht gerade gut. Sehen wir hier, funktioniert. Ganz gut aus, also die Attacher-Punkte sauber gesetzt, dynamische Schläuche, wie wir sehen, ja, passen hier auch. Seltenheit, dass also das mit den dynamischen Schläuchen so gut passt, alles und ja, der Kugelkopf so und so. Ich habe schon oft gesehen, dass die also nicht so sauber gesetzt sind, die Punkte. Hier ist immer alles passt. So, schauen wir mal, hat er Zapfwelle vorne? Nein, er hat keine Zapfwelle. Aber ist ja nicht schlimm, wir wollen ja nur die 3-Punkt-Aufnahme testen. Sehen wir hier, passt ganz gut. So, jetzt kommt noch unser normaler Attacher. Sehen wir hier, passt ganz gut. Hier die Anschlüsse auch. Jetzt gehen wir in die Innenansicht mal rein. Da sieht es jetzt so aus. Spiegel, wie wir sehen, hier sind mit Funktion.
Pedale, ja, animiert. Joystick, wie wir sehen, ist hier nicht animiert. Jetzt machen wir unser Fahrtrichtungswechsel wieder. Finde ich, ist echt cool gemacht, das Ganze. So. Wir machen jetzt hier unsere Silofahrt dann gleich und ja, unseren Speedtest auf alle Fälle. Schauen wir mal. 53 km/h haben wir. So. Rückwärts, mal schauen. Genauso. Jetzt sieht man das so und so ganz gut, dass also der Punkt hier ganz gut passt und wir drücken mal den Hänger auch noch rauf, dass wir nicht hängen bleiben, dass wir nicht hier mit der Platten da pflügen. Fahren wir ganz gemütlich drüber. Sehen wir auch hier Reifenspuren, Reifenstopp macht er auch. Jetzt machen wir unser Lichttester noch. So, es muss dunkel machen. Blinker. Vorne. Passt ganz gut. Jetzt einmal F. Zweimal. Dreimal. Viermal. Jetzt hier mit Numbit 6, Numbit 5. Jetzt kann man das Ganze noch hier natürlich hier mal mit Animation machen. Mit einem Fahrtrichtungswechsel. Da sehen wir hier, der Lichtkegel dreht sich mit, so wie es sein soll. Jetzt nochmal Blinker testen. Blinker. Ah, das ist hier nicht berücksichtigt worden. Jetzt blinke ich hier auf rechte Seite. Linke Seite, also auf meine Belegung. Das ist nicht mit übernommen worden, dass das hier sich dann ändert. Schade irgendwie. Das wäre super gewesen, wenn das hier natürlich hier funktioniert hätte. Aber die Ausleuchtung rundherum finde ich der Hammer. So, jetzt gehen wir ins Tagesgeschichte wieder über. Jetzt kommen wir nochmal hier oben, haben wir hier unsere Armatur, wo uns gesagt wird, was wir haben. Also schalten wir einmal das Licht an, zweimal, dreimal. Jetzt her, nur mit 5 ist vorne. Dann zeigt er an, dass vorne die Beleuchtung ist. Hier hinten. Wir sehen auch gleich noch die Rundumleuchte ist oben rechts angezeigt. Schalte ich sie ein aus. Das funktioniert. Und wir sehen auch gleich hier, die Lichter sind alle aus. Auf der rechten Seite ist ein Schalter. Schalten wir einmal ein. Da geht es gleich hier auf, also das Blendlicht. Jetzt dann hier auch her geht es runter.
Also es auf die andere geht es gar nicht rauf. Blinker. Da wird es uns nicht angezeigt. Aber jetzt, wenn man hier sieht, war ein Blinker. An der Seite sieht man hier einen Kippschalter, der funktioniert. Na, das Arrest wird leider nicht dargestellt. Schade irgendwie. Aber es ist relativ viel, was der hat. Leider hier kein Simple IC oder hier dieses Interface Control. Leider hier nicht vorhanden bei diesem Mod. Ja, ich finde jedenfalls, es ist echt cool gemacht. Kann man sagen, man hat seine Freude und Spaß damit. Jetzt schauen wir uns auch gleich hier die Lok mal an. Da sehen wir hier, die Lokdatei ist hier sauber. Wir haben hier keinen Lokfehler drin. Lohnt sich auf alle Fälle, wenn man gerne mit sowas spielen möchte, den zum DL natürlich. Wenn dir mein Video natürlich gefallen hat, würde mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.